Aus meiner Sicht nimmt die Synode einen ausgesprochen guten Verlauf. Wir haben mit einem Eröffnungsgottesdienst begonnen, ein Preisesbericht, den viele auch als orientierend für unsere Kirche erlebt haben. Andachten, gestern ein Gemeindegottesdienst, sehr bewegend und berührend. Also wir haben vieles gehört und wahrgenommen, was nochmal der Vergewisserung diente, wovon unsere Kirche lebt. Und wir haben heute wirklich in sehr, sehr großer Einmütigkeit, bei wenigen Enthaltungen einstimmig, ein ganz komplexes Kürzungspaket von 8 Millionen beschlossen. Das zeigt, dass diese Kirche, dass unsere Kirche und diese Synode einen Gestaltungswillen hat und und auch in der Lage ist zu gestalten und auch in der Lage ist, zu einem Konsens zu kommen. In dem Prozess Aufgabenkritik, der mit großer Beteiligung uns jetzt fast 2 Jahre lang beschäftigt hat und wo es auch sehr viel Divergierendes gab, Auseinanderlaufendes, dass man dann miteinander einen Konsens findet. Es gibt eine Synodenvorlage mit 150 Punkten, 10 waren streitig und dann gelingt es sozusagen, dass die Synode an einigen Stellen die Vorlage sozusagen Korrektur liest, ein paar Verschiebungen vornimmt, aber dann der Vorlage zustimmt. Das ist in der Tat ein Ausdruck, dass diese Synode die Fähigkeit hat zu gestalten und die kirchenleitende Aufgabe angenommen hat. Das hatte ich ja schon in der ersten Pressekonferenz gesagt, im Präsesbericht, dass wir hier nicht irrlichtern und fragen, wofür sind wir als Kirche da? Wir wissen das, Kommunikation des Evangeliums ist unser Thema. Wir wollen, dass die Menschen den Glauben als Lebenshilfe erleben und wir wollen, dass spürbar wird, dass der Glaube auch politisch relevant ist. Und daran hat sich nichts geändert. Wir haben aber eben sehr intensiv mit dem Sparpaket im Rahmen der Aufgabenkritik über Formen, Strukturen und Arbeitsweisen unserer Kirche gesprochen. Das sind 15%, die wir knapp erreicht haben. Wir haben ja noch Erhebliches vor uns, wie Sie wissen, im nächsten Prozess. Aber die Erfahrung des heutigen Tages erlebt nicht nur ich als eine Ermutigung. Das ist ein Doppelpunkt und ich bin zuversichtlich, dass wir auch die schwierigen Aufgaben, die wir jetzt in der nächsten Phase unter dem Konzept Haushaltskonsolidierung vor uns haben, auch anpacken werden. Die Synode hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, was auch Thema meines Berichtes war. Wir wollen gestalten, inhaltlich, konzeptionell den Umbau unserer Kirche vornehmen, aber wir wollen auch unsere Finanzen in Ordnung bringen. Herzlichen Dank erstmal.